Heute zeige ich euch in Cakewalk 3 geniale Mini-Kniffe, die ich selber gerne viel früher gewusst hätte. Nicht nur, weil sie mich zum Experimentieren einladen, sondern weil sie auch alle nicht destruktiv sind. Diese Tipps könnt ihr wie Effekte anwenden, abändern, kombinieren und auch wieder entfernen. Und das ohne das Original dabei zu ändern. Tipp Nummer 1: Timing versetzen. Jetzt habt ihr diese schicke VST-Gitarre, die projektsynchron A-Pattern abspielt. Kann ich hier so eintragen, für das VST ist es aber, naja, stressig. Es soll ja bereits den G-Akkord zu dem Zeitpunkt spielen, an dem es die Anweisung erhält. Und deswegen ist es auch ratsam, den Akkord kurz vorher schon anzukündigen. Eine 32. Note reicht vollkommen. Die Gitarre spielt aber jetzt nicht um ein 32. versetzt. Die ist immer synchron zum Projekt. Da das VST jetzt aber rechtzeitig Bescheid weiß, klingen Übergänge auch natürlicher, inklusive Griffgeräusche. Also alles ein 32. verfrüht eintragen. Und das macht das Ganze mega nervig. Nachträglich Noten abändern und ganz nach reinzoomen, damit man auch im 32. Raster ist. Wieder mega nervig. Und all das, was so mega nervig ist, erübrigt sich mit einem einfachen Klick. Naja, 2, 3. Spur anklicken, im Inspektor auf den Reiter MIDI wechseln und bei Time minus 120 eintragen. Das war's schon. Jetzt wird alles in diesem Track um ein 32. früher abgespielt. Und warum muss ich dafür minus 120 eintragen, fragt ihr euch vielleicht? Die 120 sind sogenannte Ticks. Ticks sind eine Mini-Zeiteinheit. 960 Ticks sind eine Viertelnote, 480 eine Achtelnote, 240 ein Sechzehntel und 120 Ticks eine 32. Note. Ja, und das Minus, weil wir um 120 Ticks früher abspielen sollen als in der Spur. Jetzt kann ich meine Noten so eintragen, dass es auch logisch nachvollziehbar ist und mein VST kriegt trotzdem alles früh genug mit. Tipp Nummer 2. Swing dein Ding. Ich habe hier diese zwei VST-Gitarren. Eine Begleitung. Und ein Solopart. Das ist alles manuell mit der Maus eingeklickt und irgendwie ist mir das auch mal zu steif. Da fehlt mir der nötige Swing. Dafür gibt es ja immerhin auch einen Effekt. Dafür Clip anklicken und mit der Taste Q das Quantisierungsmenü aufrufen. Swing einstellen. Probe hören. Ja, und hoffen, dass es auch für die restliche Performance so passt. Aber spätestens, wenn ich später nachbessern will, wird's wieder mega nervig. Noten bei den On-Beats sind im Raster und können natürlich easy verschoben werden. Off-Beats sind ja durch den Swing so leicht versetzt. Mit dem Raster auf Bei umgestellt geht das dann, aber man muss halt dann darauf auch achten, unterschiedlich zu platzieren. On-Beat, Offbeat, wo ist jetzt da Pause, was muss ich verschieben? Nee, es ist wieder mega nervig. Und auch die Lösung hier wieder total einfach. Track anklicken, im Inspektor, im Reiter MIDI machen wir einen Rechtsklick in diesen Effektkasten. MIDI-Plugin einfügen, Quantize. Hier kann ich es jetzt während der Wiedergabe sogar anpassen.
Und passt es mir so, kann ich das auch gleich mal als Vorlage speichern. Mit dem Plugin in der Signalkette passiert jetzt Folgendes. Ich kann hier meine Noten schön im Raster eintragen. Ganz steif, muss überhaupt nichts beachten. Bei der Wiedergabe gehen dann diese MIDI-Daten erst in das Quantisierungs-Plugin, ändern es, wie wir es hier eingestellt haben, auf das Swing-Feeling ab und dann schickt es weiter ans VST. Und das gleiche mache ich jetzt mit meiner Solo-Gitarre. Und zur Abwechslung jetzt über den Browser. Und bevor wir jetzt die ganzen Einstellungen wieder alle eingeben müssen, wählen wir uns einfach hier unsere gespeicherte Vorlage aus. Und das mache ich jetzt bei jeder anderen Spur. Und so ist alles im schönen, swingigen Einklang. Es ist nicht blöd, wenn es funktioniert. Tipp Nummer 3. Anschlag variieren. Leute wie ich, die gerne mit Maus einspielen, haben nicht nur das Problem, dass wir keine natürlichen Ungenauigkeiten in unserer Performance haben, wie Menschen, die es mit einem midifähigen Piano einspielen, weil die Eltern das nötige Geld dafür damals übrig hatten, genauso wie für den ganzen Klavierunterricht, man aber dann doch wieder keinen Bock hatte, es ordentlich zu üben, also schlampig eingespielt hat und danach wieder doch alles quantisiert werden musste und deswegen letztendlich doch gegenüber uns Mauseinklickern nur wirklich einen einzigen Vorteil haben, nämlich unterschiedliche Lautstärken. Egal wie genau ich versuche, mit der gleichen Lautstärke einzuspielen, leichte Variationen gibt es immer. Das hört sich für uns natürlich und dynamisch an. Mit der Maus eingeklickt sieht das anders aus. Alles die gleiche Lautstärke. Will ich da Variation drin haben, ist das über mehrere Takte hinweg noch kein Problem. Entweder Noten markieren und die Anschlagstärke gesamt lauter oder leiser machen, oder mit dem Transformierungstool lassen sich auch Anschlagskurven realisieren. Und eine weitere Alternative gibt es in der Spuransicht. Will ich diesen Bereich hier den Anschlag abändern, mache ich einen Linksklick mit gedrückter Alt-Taste und jeweils hier und hier einen Cut. Also isoliert er das, was ich ändern möchte und dann mit Klicken und Ziehen mit der linken Maustaste bei gedrückter STRG-Taste kann ich jetzt den Anschlag stärker oder schwächer machen. Da will ich mir Abwechslung. Auch hier ziehe ich mir im Inspektor einen MIDI-Effekt in die Plug-in-Box und zwar Velocity. Bei Velocity wechseln wir hier erstmal auf Change und lassen den Wert auf 0. Somit bearbeiten wir immer den Originalanschlagswert der jeweiligen Note. Mit Randomize wird diese nun um einen zufälligen Wert verändert. Mit Randomize wird diese nun zufällig verändert und zwar um den Wert, den ihr hier angebt. Trage ich hier eine 10 ein, wird beispielsweise der hier vorhandene Anschlagswert 90 auf einen Zufallswert zwischen 80 und 100 generiert. Möchtet ihr es dabei tendenziell leiser nach unten ziehen oder tendenziell lauter Regler nach oben ziehen? Ach kommt's, ich habe noch einen vierten Tipp raus, und zwar den Arpeggiator. Ich zeichne mir die Noten ein und das klingt so. Viel zu langweilig. Wieder mal in den Reiter MIDI und dort aktiviere ich mir Arpeggiator. Und jetzt klingt so. Cake
Cakewalk-typisch gibt es auch einen Haufen Presets und die wollen natürlich alle ausgetestet werden. Obwohl, lasst euch lieber sagen, was man in Cakewalk noch so alles clever und nicht destruktiv ändern kann. Ändern. Und zwar mit dem Video hier. Und bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Also, dass ich einen Schlaganfall habe, irgendwie, na, geht alles gleich hoch. Alles gut!